Herzlich willkommen in Griechenland auf der Insel Kos. Die nächsten Aufnahmen sollen dir zeigen, wie katastrophal und schockierend der Zustand unserer Meere ist. Die Strände sind voll vermüllt. Deswegen würde ich begrüßen, wenn alles, was aus Kunststoff besteht, einen Pfand bekommt. Denn es muss den Menschen wehtun, etwas, was noch Wert hat, wegzuschmeißen. Wir sehen öfters bei unseren Reisen, dass in Ländern, wo kein Pfand auf Flaschen besteht, die Straßen, die Strände voll mit Flaschen gepflastert sind. In Deutschland zum Beispiel haben wir Pfand auf Einwegflaschen. Und man sieht selten bis gar nicht irgendwo eine Flasche in der Ecke liegen. Und das finde ich sehr gut gelöst. Wenn man seinen Urlaub nur am Hotelstrand verbringt, dann bekommt man nichts von diesen Problemen mit. Denn die Strände werden am Hotel meistens gesäubert, täglich. Aber wenn man rausfährt und einen naturbelassenen Strand besucht, dann sieht man, wie katastrophal, mir fehlen einfach die Worte, wie wir mit unseren Ressourcen, mit unserem Wasser, mit unserem Planeten umgehen. Die Strände sind einfach verdreckt. Überall liegt Kunststoff, Überreste, Flaschen, Pappbecher und so weiter und so fort. Aber genug gesappelt, schau dir das selber an.